Hongkong. In Hongkong ist die Lage ernst. Wir haben schon seit Monaten schwere Proteste. Das wirkt sich jetzt auch stark auf die Wirtschaft aus. Der Tourismus bricht ein, der Einzelhandel bricht ein und immer mehr Leute stellen sich jetzt auch die Frage, wie geht das denn jetzt weiter mit Hongkong? Hat Hongkong in Zukunft noch diese einzigartige Position, die es heute hat? Und das alles verunsichert natürlich auch die Investoren. Hongkong-Aktien sind stark gefallen, was aber auch eine Chance sein kann. Das ist nämlich meine Vermutung. Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht's um Hongkong. Hongkong ist eine einzigartige Stadt, wird jeder bestätigen, der mal dort war. Es ist eine von den ganz großen Handels- und Finanzmetropolen auf der Welt und zwar immer auch eine große, wichtige Drehscheibe zwischen Asien und dem Westen und natürlich vor allem zwischen China auch und dem Westen. Hongkong ist eine Stadt, da werden Geschäfte gemacht. In Hongkong ist sehr viel Geld auch. Die Steuern sind sehr niedrig. Es hat ein Rechtssystem, das verlässlich ist. Hongkong ist im Großen und Ganzen eine kapitalistische Stadt in Reinform. Und das mitten in China. In den USA gibt es die Heritage Foundation. Die macht jedes Jahr so einen Index of Economic Freedom, nennt sich der. Also welche Volkswirtschaften sind die freiesten? Wo regiert die Marktwirtschaft? Und Hongkong steht da immer an der Spitze, seit 25 Jahren schon. Deutschland ist da übrigens momentan auf Platz 24, nach Malaysia, nach Tschechien und nach Litauen. Was dazu kommt in Hongkong noch, das ist ein gewisses Lebensgefühl. Also es ist natürlich eine chinesische Stadt, aber auf der anderen Seite, da gibt es die berühmten Hongkonger Freiheiten. Nach diesem Prinzip ein Land, zwei Systeme. Es gibt in Hongkong alle möglichen Bücher zum Beispiel zu allen möglichen Themen. Sie können sich eine Zeitung holen, da sind auch kritische Artikel drin. Es gibt natürlich mittlerweile auch in Peking und in Shanghai auch schon eine relativ gute Presse, wo man sich über viele Themen gut informieren kann. Aber es ist natürlich nicht dasselbe. Diese Freiheiten, die sind aber jetzt gefährdet oder man sieht sie als gefährdet. Und darum gibt es seit Monaten in Hongkong schwere Proteste. Am Anfang ist es um das Auslieferungsgesetz gegangen, das ist schon lang wieder zurückgezogen worden. Das hat aber die Demonstrationen nicht gestoppt, sondern im Gegenteil sogar. Und das Problem ist, das Ganze wird jetzt auch immer gewalttätiger. Es hat von beiden Seiten Gewalt gegeben und bei den Demonstranten, da ist die Wut jetzt groß. Es geht um Demokratie, aber wahrscheinlich nicht nur. Es gibt bei den jungen Leuten vor allem eine große Frustration insgesamt. Hongkong hat auch ein paar Schattenseiten und eine davon ist, das Leben ist relativ unerschwinglich geworden für viele, vor allem die Mieten. Und es gibt vermeintliche Profiteure aus Sicht der Protestanten oder der Demonstranten. Das ist das reiche Establishment, das mit Peking unter einer Decke steckt, vermeintlich. Was jetzt auch nicht falsch ist, weil die Unternehmer und die Geschäftsleute, die wollen natürlich tendenziell ein gutes Verhältnis zu China haben. Die werden jetzt aber direkt attackiert. Es gibt Akte von Vandalismus. Es werden Niederlassungen von denen und Läden verwüstet, ganz gezielt verwüstet. Und das ist mittlerweile eigentlich auch das Hauptproblem. Also nicht die Demonstrationen an sich, sondern die Gewalt. Das hat Folgen natürlich. Es hat auch wirtschaftliche Folgen. Wir haben ja sowieso in Hongkong, also es gibt den Handelskonflikt momentan, den globalen Abschwung. Das sind alles Sachen, die Hongkong sowieso schon relativ hart treffen. Und jetzt kommen die Proteste aber noch dazu. Und im August zum Beispiel ist jetzt deswegen auch der Einzelhandelsumsatz eingebrochen um 23%. Was nachvollziehbar ist, also stellen Sie sich vor, Sie leben in Hongkong und im Zentrum sind Straßenschlachten, da gehen Sie jetzt natürlich am Wochenende nicht einkaufen oder gehen abends fein essen.
Bei Kosmetikartikeln hat es zum Beispiel einen Einbruch um 30% gegeben, bei Uhren und Schmuck um 47%. Es gibt Pleiten im Einzelhandel jetzt schon und der Tourismus, der ist auch eingebrochen um 39%. Hotels stehen leer und was vor allem ein Problem ist in dem Sektor, die Festlandchinesen, die ja in Hongkong immer auch viel Geld ausgegeben haben. Die kommen jetzt auch nicht mehr momentan. Also bei den Festlandchinesen haben wir sogar einen Besucherrückgang von 42%. Die Chinesen, die gehen interessanterweise jetzt wieder nach Macau. Macau ist gleich neben Hongkong. Also zumindest jetzt in der Feiertagswoche war es so. Da sagen sich die Chinesen also offenbar, warum sollen wir uns in Hongkong rumärgern? Hauen wir das Geld lieber in Macau auf den Putz am Spieltisch. Macau ist die größte Glücksspielstadt der Welt. Casino-Umsatz in Macau, der ist viermal so hoch wie in Las Vegas. Können wir hier übrigens natürlich auch mal gern behandeln. Casino-Aktien aus Macau ist auch ein ganz interessantes und witziges Thema. Aber Hongkong dann im Gegensatz dazu sieht natürlich wirtschaftlich gar nicht gut aus. Und wenn das so weitergeht mit den Protesten, dann ist auch eine Rezession im zweiten Halbjahr jetzt eigentlich unvermeidlich. Und wen es natürlich auch massiv trifft, das Ganze, das sind eben die entsprechenden Aktien in Hongkong von den Unternehmen, die in diesen Bereichen aktiv sind und die hauptsächlich in Hongkong aktiv sind, also Hotels, Einzelhandel, Gastronomieketten, Verkehrsbetriebe und so weiter. Das sind die Aktien, die sind jetzt wirklich stark verkauft worden, die sind auch stark gefallen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das jetzt mittlerweile schon übertrieben ist in vielen Fällen. Ich komme auch gleich drauf, warum ich das glaube. Was ich nur jetzt schon mal ankündigen kann, also wir bei uns, wir arbeiten gerade an einem Report, an einem neuen Zukunftsmärkte-Report mit genau solchen Aktien eben. Aktien aus Hongkong, die jetzt wegen dieser Proteste günstig sind. Wir stellen also da konkret Aktien vor in unserem neuen Report und wie immer können Sie den Report auch gratis kriegen. Was Sie dafür machen müssen, Sie müssen sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche geht der Report raus, der Report mit unseren Hongkong-Aktien. Also nicht vergessen, anmelden. Der Anmelde-Link dafür, der ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Wie gesagt, was besonders stark gefallen ist an Aktien, sind die, die unmittelbar betroffen sind von den Protesten. Es gibt aber mittlerweile andere Sektoren auch, die auch schon unter Druck sind, zum Beispiel der Bankensektor und der Immobiliensektor. Man stellt sich jetzt nämlich nicht nur die Frage, wie lange dauert das jetzt noch mit den ganzen Protesten, sondern man stellt sich auch inzwischen die Frage, was wird denn jetzt so allgemein aus Hongkong, also so mittelfristig, langfristig, weil dieser Nimbus, den Hongkong hat, diese Bedeutung, die Hongkong hat, die ja auch immer noch überragend ist, ist das haltbar in Zukunft? Wenn man da jetzt solche Probleme hat in Hongkong und wenn man da jetzt auch in so einen starken Gegensatz zu Peking kommt, möglicherweise. Was wird dann aus Hongkong? Und dazu muss man eins sehen, die relative Bedeutung wirtschaftlich von Hongkong, die hat eigentlich schon abgenommen. Also 1997 zum Beispiel, da ist ja Hongkong zurückgegeben worden von den Briten, da stand Hongkong noch für 18,4% vom chinesischen Bruttoinlandsprodukt, heute sind es nur noch 2,7%. Also ein starker Bedeutungsverlust. Was jetzt nicht daran liegt, natürlich, dass sich Hongkong so schlecht entwickelt hätte in der Zeit, sondern China hat sich so gut entwickelt wirtschaftlich. China ist ja stark gewachsen in der Zeit. Aber trotzdem, Hongkong ist immer noch wichtig. Vor allem was Kapitalströme betrifft, was Handel betrifft, was die internationale Verflechtung betrifft. Weil, wie gesagt, Hongkong hat ein Rechtssystem, das als verlässlich gilt. Hongkong gilt als transparent.
Die Währung ist auch frei handelbar und für internationale Unternehmen, die in China was machen wollen, ist es ein Vorteil. 70% von allen ausländischen Direktinvestitionen, die dieses Jahr nach China gegangen sind, die sind wieder über Hongkong gegangen. Und umgekehrt, es gibt auch viele chinesische Unternehmen, wo das operative Geschäft eigentlich in China ist. Die sind aber auch in Hongkong ansässig und eingetragen. Zum Beispiel auch aus dem Grund, weil sie da einen starken Finanzplatz haben. Und das nächste ist Handel, Warenverkehr. Da wird auch viel noch über Hongkong abgewickelt, weil es eben auch einfach ist für die Beteiligten. Hongkong ist Chinas größter Handelspartner, in Anführungszeichen natürlich. Nicht, weil Hongkong jetzt selber so viel braucht aus China, sondern weil eben viel Warenverkehr von China und nach China abgewickelt wird über Hongkong. Das heißt, Hongkong hat schon noch einen Sonderstatus und profitiert davon auch sehr, aber China selbst profitiert davon eben auch und darum hat China auch Gründe, dass es diesen Sonderstatus weiterhin schützt. Und wenn jetzt nicht komplett alles aus dem Ruder läuft, dann glaube ich schon, dass Hongkong diesen Status auch in Zukunft haben wird erstmal. Es gibt ja zum Beispiel die Befürchtung momentan, das chinesische Militär könnte einmarschieren in Hongkong im Zuge dieser Proteste. Steht schon im Raum, also ist jetzt nicht völlig undenkbar, aber wie gesagt, wenn jetzt nicht alles komplett eskaliert, dann halte ich das doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Natürlich sind die Proteste heftig. Es wird auch schlimmer zurzeit anstatt besser. Also wir haben jetzt sogar schon Notstandsgesetze seit ein paar Tagen. Es gab auch nichts Vergleichbares in Hongkong, zumindest nicht die letzten 20 Jahre. Also es gab 2014 diese Regenschirmbewegung, die sogenannte, kann man jetzt aber nicht direkt vergleichen, weil es damals einfach nicht so eskaliert ist. Was man sagen kann, 2014 war es auch so, die Proteste waren irgendwann auch mal wieder vorbei. Womit ich jetzt nicht sagen will, das Ganze löst sich hier alles in Wohlgefallen auf, das Thema. Aber so wie die Proteste jetzt im Moment sind, mit dieser Gewalttätigkeit, mit diesem Schaden, den sie auch anrichten, da glaube ich, dass der Rückhalt in der Bevölkerung für die Proteste schon lang weggefallen ist. Der ganz normale Hongkonger, der ist vielleicht schon hin und her gerissen nach wie vor, was jetzt China betrifft und Peking betrifft. Aber dieses Chaos, das man jetzt wirklich hat, das ist auf Dauer schwer zu ertragen. Und was die Hongkonger auch wissen, egal wo sie stehen politisch, sie wissen eins: Hongkong tut sich keinen Gefallen damit, dass es sich selber derart schwächt momentan und dass es sich in der Situation ins Chaos stürzt. Und darum glaube ich auch, früher oder später wird es wieder so sein, dass die Lage wieder besser wird und dass sich auch die Branchen, die jetzt besonders stark leiden unter diesen Protesten, dass sich auch da die Lage wieder verbessern wird. Ist klar, wenn man als Anleger auf sowas setzen will, dann braucht man möglicherweise starke Nerven, weil kurzfristig, wie gesagt, da kann es wirklich sein, dass es eben nicht besser wird, sondern dass sich das nochmal verschärft, vielleicht sogar noch stark verschärft. So, aber was passiert, wenn jetzt doch alles aus dem Ruder laufen sollte? Also wenn alles schief geht mit Hongkong, wenn Hongkong auch wirklich diesen Sonderstatus verlieren sollte? Wäre für Hongkong natürlich schlecht, ganz logisch. Ein Land gibt es dann, einen Stadtstaat, der steht eigentlich schon in den Startlöchern, der würde dann die Rolle, die Hongkong da hat in Asien, wahrscheinlich übernehmen. Diese Rolle als freies Finanzzentrum für Asien. Und das ist Singapur. Singapur hat jetzt schon eine immense Bedeutung, vor allem im südostasiatischen Raum. Und es ist auch so, dass in den letzten Monaten wirklich auch schon Geld abgeflossen ist von Hongkong nach Singapur. Goldman Sachs, die sagen, das waren so zwischen 3 und 4 Milliarden Dollar. Das ist natürlich nichts bis jetzt. Das ist weniger als 1% von den gesamten Bankeinlagen, die es in Hongkong gibt. Aber es ist abgeflossen und das wäre dann wahrscheinlich auch die Tendenz, wenn es wirklich so weit kommen würde, wenn Hongkong wirklich fallen würde. Die Bedeutung von Singapur, die würde dann wahrscheinlich nochmal stark wachsen.
Singapur ist ein Land, das bei uns sowieso stark unterschätzt wird oder das fast gar nicht zur Kenntnis genommen wird von vielen Anlegern. Da machen die Anleger meiner Meinung nach einen großen Fehler auch. Aber das ist ein anderes Thema. Ist ein Thema, auf das wir hier sicher irgendwann mal auch zurückkommen werden. Was Sie auf jeden Fall sehen können, uns gehen die Themen hier nicht aus. Es gibt in Asien viele spannende Themen für Anleger und die werden wir hier auf Zukunftsmärkte auch immer wieder behandeln. Und es würde mich freuen, wenn Sie öfter mal reinschauen bei uns aus dem Grund oder noch besser vielleicht, wenn Sie den Kanal vielleicht sogar gleich abonnieren. Und wenn Sie den Kanal abonnieren, dann immer gleich die Glocke drücken auch. Wenn Sie das machen, dann sehen Sie nämlich dann auch immer gleich, wenn ein neues Video da ist von mir. Und davon abgesehen natürlich auch nicht vergessen, bitte den Zukunftsmärkte-Report mit den Hongkong-Aktien, den kriegen Sie ja auch gratis, wenn Sie sich anmelden jetzt auf www.zukunfts-märkte.de. Wir sehen uns wieder nächste Woche spätestens. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.